So, herzlich willkommen bei Kleiner Kobo & Co. Das hier ist der Mike. Der ist ein Fundtier und ich würde ihn so zwischen 2-3 Jahren einschätzen. Als wir ihn bekommen haben, war er total verfilzt und ich musste den dann eine Woche jeden Tag 3-mal bürsten, weil er aussah wie so ein, keine Ahnung. Ja, falls hier die Familie den jetzt sehen sollte, können sie sich melden. Wenn nicht, ist auch gut. Es können sich auch andere melden, die den haben wollen. Weil er muss ja jetzt leider alleine sitzen, weil er bei meinen anderen Kaninchen alle die Ärsche blutig beißt. Deswegen kann ich den nicht mit den anderen zusammensetzen. Ich weiß auch nicht, ob er kastriert ist. Keine Ahnung. Wie man sieht, ist es ein Löwenköpfchen. Ja. Aber ansonsten ist er ja eigentlich ein ganz lieber. Könnt mir natürlich auch Tipps geben, was ich noch so machen könnte, um ihn mit meinen anderen Kaninchen zu vergesellschaften. Und ich weiß einfach nicht mehr, was ich machen soll. Mein Latein ist am Ende. Ich möchte auch nicht, dass er bei meinen anderen Kaninchen alle die Ärsche blutig beißt. Bei Monty hat das schon gemacht. Ja. Ich finde es ja auch schade, dass er hier alleine drinnen sitzen muss. Aber was anderes fällt mir jetzt nicht ein. Naja. Wie man sieht, buddelt er auch gerne. Na, er ist hellbraun mit weiß, mit schwarzen Tupfen und mit ein bisschen weiß im Gesicht. Das ist eigentlich ein ganz süßer. Muss er anstrengen. Weil er sich mit meinen Hasen nicht versteht. Naja, wie man sieht, überdacht und windgeschützt ist es hier, damit er vor Regen ein bisschen geschützt ist. Na, Mikeylein. Naja, du packst das hier schon. So, schreibt in die Kommentare. Wer den haben will, kann sich melden. Oder ihr schreibt mir Tipps, was ich noch so machen könnte. Ich habe schon alles versucht, was ich machen kann. Ich hoffe, dass er nach der Kastration ein bisschen ruhiger wird. Mal sehen. Tschüss!